Okidoki. Ich glaube, wir müssen die Karawane begleiten, ne? Genau. Die Karawane zieht weiter. Sprecht. Ich bin nicht. Geht ein Stück mit uns. Wir haben viel zu erzählen. Und noch gehen? Der labert uns jetzt voll, oder was? Hier gibt's. Ja, die Die labern jetzt ein bisschen. Zentauren Hier gibt's der aber Maru auch einen Hund, verlieren auf den man sich sich in die draufsetzen kann. Ebenen. Der ist hinter dem Wagen. Also wenn du nicht laufen willst, kannst du auch dich tragen lassen. Echt wo? Ah, Ja. da. Cool. Vier von uns Ach, aber tragen nur sie einer, durch oder die was? Stille. Die Nee, ich habe Grenze meinen ihrer eigenen. schiebt Also, Raum du bist bei mir und jetzt Blut und verschwunden Unruhe. und ich sitze Ja, auf dem ich Thron. bin du bei mir jetzt auch. Genau. Genau, das sind in meinen 600 Meter. Plantera Habe ich ja sonst sind die Hüter Plattfüße. unserer Echt Tradition. mal. Ihre Anführerin, die Kanamatra, ist der Khan aller Marup. Die Blutlinie aller Kanamatras führt zu unserer ersten Matriarchin zurück, Tera. Ach, das Anhören ist optional. Ach so. Wir Was von steht Clan da? Chitara Oh, sind stimmt. die Ich stärksten gerade. Jäger. Ihr könnt unsere Lager in der ganzen Ebene finden, auf den Spuren des Jagdwilds. So sind anscheinend mehrere Stationen, wa? Ja, ich glaube, es sind 3 Stück insgesamt. Der Clan Nokot ist seit kurzem an der Macht. Unter Jakan Khan haben sie den Clan Togus besiegt und deren Kannst Platz mich ja unter wach der machen, wenn wir Erde da sind. eingenommen. Sein Sohn, Balaka Khan, führt den Clan nun an. Sein Vater war ein ehrenvoller Mann. Aber Balaka hat weder die Geduld noch die Weisheit seines Vaters geerbt. Ja, immer die bösen Söhne, ist klar. Nee. So ist es. No. Mein Plan, Clan Unir, verspürt eine direkte Verbindung zu unserer Göttin Onara. Sie hat unsere Gründer Marok und Tera auf die Dracheninseln geführt. Und wacht seitdem über unser Volk. Ich muss sagen, ich finde die Hundis voll cool. Was findest du cool? Die Hundis. Ach, die Hunde. Hundis. Ja. Ich hab Humis verstanden. Das ist schon, was meinst du? Was? Wovon redet die? Ja, genau. Die Mystiker des Clans Onir stammen von vielen anderen Clans. Aber wir alle Aber was folgen Onaras Ruf, um ihr und unserem Volk zu Das ist aber dienen. irgendwie so eine Mischung aus Wolf und Hund oder sowas. Ja, so ein bisschen. Also, ganz wilde Form. Die Clans sind so Also zum Kuscheln mit ins Bett nehmen würde ich den Teil nicht, dafür war er immer zu groß. unserer Kultur. Ja. Trotz unserer Stärken und Schwächen Und wenn sind der sich dann einmal umdreht, dann bin ich ja platt. Richtig. Der passt, wenn denn, nur vors Bett. Ja, aber auch nur, wenn du ein großes Schlafzimmer hast. Ich drehe den hier echt ganz schön rum. Zweifuß, ihr habt viele Schlachten geschlagen, nicht wahr? Erzählt davon. Achso, ich soll dir ausrichten, du sollst für Pascal mal ein paar schöne Screenshots machen. Bei welchem Spiel? Na, bei dem, wo wir gerade sind. Ach so. Habe ich euch je von meiner ersten Beute erzählt, Belika? Ein Hornschreiter mit Hörnern so lang wie seine Beine. Ich habe eins davon als Andenken aufbewahrt. Hörner so lang wie seine Beine hört sich auch schon wieder komisch an. Klingt nach einem sehr großen Vieh. Ganz genau, daran habe ich jetzt auch gedacht.
Es war eine gute Jagd, Tomu. Meine erste war ein Bär im Eis und Schnee, in den Tiefen der Tundra, im azurblauen Gebirge. Mein Bakar und ich waren damals beim Kural in aller Munde. Oh, was ist denn da Rotes auf der Minimap? Ist für einen Erfolg. Wofür ist das? Für einen Erfolg. So ein lieber Bakar. Derzeit nicht verfügbar, benötigt Zentauren Maruk auf Rang 4. Okay. Und eine Quest. Deswegen ist Wir es haben gut. Unser erstes Ziel erreicht. Macht einen Wagenkreis. Zeit für eine Jagd. Aber ich bin doch ein Drache und kein Jäger. Ich habe nichts gejagt. Wie, willst du nicht zum Abendessen auf dem Teller haben? Na, ich kann die ja direkt grillen. Einmal ein bisschen mit Feuer anspucken. Ach, du bist irgendwie vom Gaul runter, sehe ich gerade. Ja, ja, ist automatisch abgestiegen. Ach, ich noch nicht? Jetzt. Oh. Erster Halt, bereit zur Abgabe. Ah, die stehen alle noch nicht. Jetzt hat. Endlich. 30 Teile frisches Wildfleisch von den Tieren in der Steppe des Wanderers. Fort mit euch. Abo, Belika, zeigt zwei Fuß. Na, da vorne gibt's noch eine Kiste, ich gerade. Die Jagd ist eröffnet. Wer das meiste Fleisch bringt, gewinnt. Oh. Das ist aber ein großer. Findet und töte die Bestie und bringt etwas als Beweis zu Sperren Tomul. Oh, Mammut, Mammutsteak. Mhm. Okay, ich habe endlich mal ein bisschen Leder hier. Ja, dafür sind die gut geeignet. Die geben. Ja. Oh, schleichen. Ich hab's jetzt auch gefühlt seit einer halben Ewigkeit mal geschafft, endlich meinen Draktür auf Level 70 zu ziehen. Oh. Ja. Brauche ich nur noch ein bisschen gescheites Equip. Ah, hier ist noch ein Shop drauf. Na, wir brauchen hier noch ein bisschen bis 70. Was ist denn das hier für ein? Das ist ein Fußabdruck. Der zeigt, glaube ich, in die Richtung, wo wir hin müssen. Ach, wegen der Bestie, meinst du? Genau, wegen der großen, mysteriösen Bestie. Siehst du, gleich fertig gegrillt. Ja. Was hast du jetzt eigentlich für einen Beruf? Oh, neues Feature freigeschaltet. Spezialisierung von Kirchen für Dracheninseln. Verstehe. Cool, cool. Aber wir müssen da rein. Genau, das große böse Bestie. Nein, wie klappt das mit dem nicht? Was genau? Na, hier tiefe Arten. Ach so. Oder was Feuerarten? Irgendwie will der nicht mit dem. Na, okay. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen stabiler. Das ist auch Blatt. Blatt wie eine Flunder. Hier musst du nicht nur einen Mammut sterben, wenn ich das so sehe. Was musst du einmal sterben? Da musst du schon mehr als ein Mammut sterben. Ach so. Ach,
Mehr als ein Mammutschwärm. Ich habe, glaube ich, heute echt was an den Ohren. Ich weiß nicht, vielleicht rede ich auch undeutlich, bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube ich an mir. Oder teilweise an der Kombination, wenn hier irgendwelche Geräusche im Spiel sind und du dann gleichzeitig redest. Dann geht manchmal ein bisschen was unter. Das stimmt. Oh, da ist noch ein Nashorn. Nashorn? Nashorn. Für Viecher. Ich glaube, das soll ein Schaf darstellen. Ja, Geräusch passt auf jeden Fall. Riesenwildschafe sind keine ehrenhafte Beute, Fremdling. Wenn ihr Respekt wollt, braucht ihr gefährlichere Ziele. Okay, also wir dürfen keine Schafe killen, sagt er. Das ist was für Weicheier. Ach Gottchen. Nein, also hast du nicht bekommen, die Meldung, die den gerade gequatscht hat? Schafe sind nicht ehrenvoll. Ja gut. Muss mir ich soll mir ehrenvollere Tiere. Oh. Oh, was Blaues. Kuriose Hautfetzen benutze. Studieren, um eure Küchenwissen der Dracheninseln um 1 zu erhöhen. So, jetzt bin ich schlauer. Merke ich zwar nichts von, aber. Zu weit weg. Aber warte mal, das ist ja Elite. Oh, das war ein großes Nase. Elite. Ja. Na, mal gucken. Kann's. Das hat mich noch getroffen. Ja. Das macht mich gleich platt, glaube ich. Kurz vom Ziel, wir werden das schon gut schaffen. Das war aber schon ganz schön knapp hier. Ja. Du kannst dich übrigens mit dem einen roten Angriff, mit dem einen Feuerball, wenn du dich selbst anklickst, kannst du dich damit heilen. Okay. Ist auch ein Angriff. Ich weiß nur gerade nicht, wie der heißt. Muss mal kurz was essen. Ja. Das ist, glaube ich, mit einer der ersten Angriffe, die du bekommst. Genau, der müsste es sein. Lebende Flamme? Genau. Ah ja, tatsächlich. Habe ich bestimmt schon mal gelesen, aber vergessen. Ja, wenn man es nicht benutzt. Funktioniert das bei dir auch? Ja, du kannst damit auch andere heilen. Cool. Ja. Wo du kein Drache bist. Du bist aber anscheinend trotzdem ein heißes Mädchen. Ah, zumindest ein giftiges. So. Ach, wir haben ja genug. Ja, wir haben fertig. Aber du kannst das Leder noch mitnehmen. So. Denke mal, wir werden noch eine Menge Leder unterwegs bekommen. Ja, das denke ich auch. Aber bei dem Elite, da hatten wir so ein bisschen Glück.
Ja, auf jeden Fall. Laufen wir richtig? Nee. Wollte schon sagen. Ich dachte so, okay, will er jetzt gegen das Mammut noch kämpfen? Wo will er denn jetzt hin? Nee, ich habe da unten eine Quest. Was habe ich denn da? Irgendwas mit Vorräte der Shikar und Kasar gefunden. Okay. Die muss ich also mal irgendwo aufgesammelt haben. Das kann auch sein, dass es vielleicht die eine Quest ist mit dem Ledern. Von denen. Nee, das war eine andere. Okay. Da musste ich die Eidechsen da killen. Genau. Raus damit. Ihr seid sicher bald zurück. Wir speisen und Rivalität. Ihr seid sicher gewonnen. Siehst du, schon steigt der Ruf. Was haben wir denn da? Nein. Ich bin besser als ihr. Aber was Schönes für mich hat er nicht. Getötet, aber viel weniger brauchbares Fleisch. Ich bin nicht euer Hüter. Jetzt müssen wir weiterreisen. Karawane zieht weiter. No. Ich glaube, das ist sogar hier in der Nähe. Das ist, glaube ich, gar nicht so weit. Gute Frage. Oh doch, ist ein gutes Stück. Repräsentiert einen uralten Pakt zwischen und bis zum Ziel ist noch ein bisschen. Ihre Freundschaft beendet eine lange Feindseligkeit. Oh, ich habe einen Talentpunkt erhalten. Cool. Ich sah dich hier ein Level ab und habe es gar nicht mal mitbekommen. Sag mal so die Frage, wo machst du was drauf? Ach ja, das bin ich auch jedes Mal am Überlegen. Ich glaube, das passt. Von der Brücke müssen wir bestimmt irgendwas machen. Zentauren in den Ebenen. Und die Drachen hüteten die Gärten. Aber sie versprachen sich gegenseitig in der Not zu helfen. Das Horn von Drusal wurde als Symbol für ihren Schwur erbaut. Und das Nashorn sieht ja geil. Nilpferd? Nilpferd, genau. Ja. Das sieht cool aus. Ja. Ich glaube, das würde ich mir erzählen als Reittier holen oder so. Ich glaube, es gibt sogar Nilpferde als Reittier. Nicht als Reittier, als Begleiter meine ich jetzt. So als Jäger. Kampftier. Bestimmt cool. Ich bin gespannt, was die Karawane. Aber das Schöne ist, ich kann jetzt zumindest die Karawane nutzen, um zwischendurch mal ein paar Screenshots zu machen. Ja, siehst du. Das freut sich Pascal. Ja. Ja. Aber bis wir hier Level 70 sind, also zumindest mal ich, das wird glaube ich noch eine Weile dauern. Kommen ja nicht so oft zum Zocken. Und mit den Drachen verhandelt. Uns hetzt ja nicht. Von daher. Nee, das stimmt. Können wir ganz entspannt machen. Oh, ein Schmetterling. Jo. Das Interface kann ich ausstellen, aber irgendwie die Schrift über manchen Leuten ist trotzdem da. Wer weiß, wer weiß. Aber vielleicht damit die Leute, die sich dann den Screenshot angucken, auch wissen, wie die heißen. Onara, die Windmutter, Ahnin aller Ohuna. Sie führte Marok und Tera zu den Ebenen. Mein Clan deutet ihre Lieder, um Ratschläge für unser Volk zu erhalten. Ah, wir nähern uns. Jo, wir sind gleich da. Hier habe ich aber auch schon wieder Queste. Salamanderschuppe.
Er muss ja auch schon wieder mal irgendwann Quests eingesammelt haben beim Überflug oder so. Na, das mit der Salamanderschuppe, kann das nicht das sein mit den Äxten, die du halten musst? Ich glaube, hier gibt's welche. Da vorne sehe ich doch schon eine. Ja, das kann schon sein. Ja, doch, das ist die Handwerksversorgung. Aber ich habe hier noch eine andere. Ah, ne, das ist der Zweier, erreicht den zweiten Halt, okay. Das ist die Halt! aktuelle. Ich höre ihren Ruf. Onara sind hier für mich. Sehr schön. Bin ich mal gespannt, was wir hier machen dürfen. Wenn du willst, können wir hier ein paar Äxte mitnehmen. Die sind ja hier gleich um die Ecke. Ja, ich denke, das wird sich jetzt sowieso automatisch ergeben. Da rechts sehe ich auch eine Schatztruhe irgendwie auf der Karte. Ja. Nördlich. Wir mal gucken. So. Na, ich warte auch noch. Ein Salamander, Salamanterhaar sollen wir. Ja, also ja, wir müssen die umrichten. Auf zerstörten Wegen. Segen. Okay, ja. Hohlschwanzpferden, Salamanderherze, das passt doch zusammen. Jo. Welche Neuigkeiten bringt ihr? Na, wir müssen den Auf das armen Entchen die nächste Federn Abenteuer? rausrupfen. Oh. Oh. Quark, quark. Die hatte sogar so viel Lust, dass sie einfach weggegangen. Okay, die hier kann ich nur kaputt machen. Ja, die hatte ich eben schon. Oh Gott, die flüchtet auch sofort. Naja, gut, kein Wunder. Die mögen dich nicht. Nee. Oh Gott, die greift mich an. Hilfe. Ein böses Entchen. Oh, ich glaube, ich habe eine Libelle umgenietet. Wo bist du denn? Ach, alles gut, ich hab alles im Griff, alles unter Kontrolle. Ich sehe dich So. trotzdem ein wenig. Die Federn habe ich schon mal. Nein, ach, da bist du. Ja, hier. So, was fehlt denn noch? Ein Schiff brauche ich noch und ein paar Federn. Ich brauche ein Herz und zweimal Schild. Ja, jetzt brauche ich glaube ich noch eine. Ah, brauchst du ja nur eins, okay. Du willst Schild gründen, so boah, oder was? Ich habe kein Ziel. Ja, immer diese Sache mit den Zielen. Oh, Salamanderschuppen habe ich jetzt einmal. Doof Ende, bleib stehen. So ist brav. Und die Ente mir hinterher und meckert hier rum. Ja, ich glaube, die Ente will es wissen.
kurz ein bisschen heilen. Oh, Salamanderherz, ich hab's Herz. Ich hab's Herz auch. Ich brauch noch ein Schild. Da müsste auch noch einer im Wasser liegen, den du noch halten kannst. Ja, ich sehe schon. Sehr schön. Was gab es denn hier schon wieder? Auch schon wieder so ein Hautfetzen zum Verbessern. Was aber ganz schön Damage, muss ich mal sagen. Also im Vergleich jetzt zu mir, machst du schon. Also es spielt sich recht flink, das was ich habe an Skillung, deswegen macht der mir aktuell auch recht viel Spaß, der Schufe. Der ist halt fix unterwegs. Ja. Wen hat der Wind heute hergetragen? Geht mit Omaras Segen. Oh, ein paar schöne Mokassins. Ich bin bereit. Ja. Helft mir, diese Totems für das Ritual zu platzieren. Okay. Tote. Federn des Wasservogels. Sehr bin ich jetzt. Schöpfe des Himmels und Flusses. Das Lebensblut eines Wildtiers bereit für Runen. Das sieht ja gefährlich aus, was er da macht. Es wird windig. Bereiten wir uns vor. Ach, nichts gegen den Sturmdrachen. Da muss noch ein bisschen üben. Welche Neuigkeiten bringt ihr? Sabatons, oh, die sind ja, bei mir sind sie auch das auch. Die Schuhe. Aber irgendwie ein Drachen mit Schuhen finde ich ein bisschen komisch. Naja, man sieht die Schuhe ja nicht beim Drachen. Also nicht in der Drachen. Reis nach Marukai. Mal wieder mit der Karawane. Also mein Hund, der reitet ganz schön abseits hier, muss ich mal sagen. Marukai ist gleich davon. Es ist ein heiliger Versammlungsort. Zentauren aus den ganzen Ebenen treffen sich dort. Also meiner ist jetzt im Karren drin. Na, ja, sehr schön. Na, meiner läuft jetzt auch rein. Der Karren ist einmal durch mich durchgefahren und jetzt nochmal. Jede Saison halten wir den Choral ab. Eine Zeit für Frieden und Gemeinschaft. Die Clans kommen zusammen und tauschen Ressourcen und Geschichten aus. Ich freue mich darauf, alte Freunde wiederzusehen. Vielleicht kann Tigarikan mir helfen, das Omen vom Fluss zu entziffern. Ich werde den sind wir ja eh gleich da. Wir sind eh gleich da. Ja. Nur den Berg hoch. Da sind die Ochsen nicht ganz so schnell.
Also siehst du mal, Zentauren haben sie schon 4 Hufe. Und sind lahm wie eine Sau. Naja, die rennen gerade ja auch nicht. Ist ja eher wandern. Ach ja, wie ein paar alte Leute. Entdeckt Maokai. Die anderen Clans sind uns zuvorgekommen. Mit dem Fremdling und dem Botschafter der grünen Drachen wird das ein erinnerungswürdiger Kural. Aha, aha. So, jetzt sind wir eigentlich schon dran. Ja. Das ist auch wieder was, was wir noch nicht machen dürfen. Nicht das, ich wüsste. Ich habe wieder so einen roten Punkt auf der Karte. Ja, gehört auch zu einem Erfolg. Ja. Benötigt eine Quest, die man abschließen muss. Na, hier gibt es oder so viele Quests. Genau. Hier gibt es auch irgendwie ein Haustier, sehe ich gerade. Wenn du das Goldene auf der Karte meinst, das müsste ja eins, das ist, glaube ich, ein Gegner. Ich glaube, die musst du besiegen. Ja, die musst du, also das weiß ich, musst du besiegen. Achso. Aber Belohnung ist dann halt das Haustier. So, bereit zur Abgabe. Und hier ist auch ein Dungeon, sehe ich gerade, oder? Angriff genau. Denn auch gut? Ja. So, dann muss schnell abgeben. So. Oh, Erfolgsfortschritt zu den Ebenen.